kann doch spaßig werden, Mensch. Ja, auf jeden Fall. Mit dir auf jeden Fall. Ja. Hey. Hab ich gehört. Wir müssen mal so das Ganze, also vor der Aufnahme mal alles aufnehmen und so nach der Aufnahme. Da könnte man auch noch ein eigenes Let's Play draus machen, hab ich so manchmal das Gefühl. Glaubt mir, das wird ja nicht. Ach ja. Manchmal, das habe ich sogar manchmal gemacht, das stimmt. Ist ruhig anstrengend manchmal. Ja. Aber wie gesagt, bitte weiter in Norden klicke, wie gesagt, irgendwo und nirgendwo. Die Planungsphase ist so langweilig. Du bist nicht wirklich ein Bergaufbremser, oder? Ich habe nicht gebremst. Ich sehe hinten die Bremslichter, wenn sie angehen. Das klingt spannend. Was ist da los? Ja. Du hast bergauf gebremst. Mauer. Ach nein, das ist eine Mauer. Ich muss ja nicht mehr bremsen. Ja. Ich schließe schon mal hier mit meinem. Ja, so. Das Vater unser, der du bist im Pimmel. Himmel. Ja. Vater unser mit dem großen Pimmel. Picke mich in den Himmel. Das wird jetzt. So, hier ist schon mal Küste, Wasser. Wasser. Oh, also hier so nix. Hast du ein Bikini mit? Lass Bremse aus. Oh, mal schnell. Ich meine. Ne, Bikini-Action im Wasser? Ja. Ich habe mein Stringkini mit. Nee, du bist bloß nicht aussteigen. Das mach ich nicht. Ja, wir müssen nackt sehen, dann will ich in die Richtung. Es muss irgendwo hier sein. Wir sind genau, wir machen jetzt mal eine richtige Route 66 Küstenrundfahrt. Mit Bremsen. Ja. Mit Bremsen. Sind da Bremsen, aber die Bremsen. Bremsen in der Schlüpfer. Ja. Hier ist die Straße zu Ende. Ach, das Leben ist hart, oder? Ja. Und doch geht's manchmal weiter. So. Was haben wir hier? Hier hat einer sein Boot vergessen. Hier stehen schon die Sonnenschirme und ein paar Toiletten. Oder? Ich hub mal, weil die wollen ja bestimmt nicht, dass wir hier auf den Sonnenliegen überfahren, oder? Ja, nee, das war doof. Hier ist übrigens Baden vom Boden. Ich weiß nicht, warum die immer alle hier an den Strand kommen müssen. Ja, der Strand ist eh verölt. Von dem letzten Tanker-Unglück, was da vorne gleich war. So. Ja, ja. So. Und du? Was ist denn das hier oben auf dem Berg? Links von uns? Was ist das? Nee, oder? Hier ist ein Häuser. Diamantenmine. Aber wesentlich, sieht das rund aus oder sowas, dass man das auf der Map irgendwie rauserkennt? Nee, nee, ich hab schon geguckt, leider Gottes nein. Na dann fahr einfach mal hier so irgendwie da lang. Jetzt denkst du, ich war der Küste entlang vorne oder was? Ja, ich denke mal schon, weil wir haben ja noch einen Heli in der Luft, der Ausschau hält, aber ich sag mal, vielleicht könnten wir ja doch den den Präsidenten einfach mal fragen. Oh, geile Physik, Baby. New Message, Günther, meiner. Wir haben's. Ja. Das ist es doch. Ja? Was ist das, Nancy? Ich weiß nicht. Na hier rechts, das ist doch so abgestuft. Ne, ist es das? Sieht aus wie ein Swimmingpool. Ach, das ist ein Swimmingpool. Nein, fahr zurück. Was? Zurück. Hinter uns. Nee, ihr seid da 600 Meter, das ist an der Diamantmine. Das Gebäude vor der Diamantenmine oder was? Nein, rückwärts. Das ist irgendwo mitten. Mal bitte rückwärts. Einfach mal rückwärts. Kannst mir auch mal vertrauen. Einmal. Nee, ich vertraue dir schon. Es geht einfach nur darum, dass ich es nicht gesehen habe. Das ist alles. Und jetzt rechts. Ach komm. Lass, steig mal aus, lauf rein. Ja, aber das ist doch Mini. Ja, ich weiß ja nicht, wie groß das ist, aber das ist wie so ein Kolosseum, finde ich. Ja, aber ein Mini-Boomsdings. Wie groß ist das eigentlich? Riesig. Ach so. Riesig. Das ist es auf jeden Fall nicht. Na gut. Okay, dann lass mich noch mal weiter Küste fahren. Gottes Willen, aber dann ja schwindlig. Hallo, und? Was läuft bei dir? So, lenkt er nicht ein? Ach, ich hab die falschen Tasten gedrückt. Na, das ist schlimm. Da steht da eigentlich eine Siegeliege. Eine Liegewiege. Du kannst doch schon mal mit dem Boot losmachen, oder? Wir wollten eh am Samstag Fisch essen. Also ich glaube, ich bin zu weit hinten, oder? Ring, 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 ring. Bananaphone. Hallöchen. Ihre Erinnerung trügt. Ja. Meine Tränen sind so stark, ich finde den Ort des Treffens nicht. Ja, das Problem ist allerdings, Sie kennen ja den Ort des Treffens, nicht ich, weil wir suchen ihn gerade selbst. Läuft. Vielleicht sollten wir uns jetzt irgendwo... Wir haben selbst Helikopter. Neuen Treffpunkt aufmachen.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Hier sind alte Ruinen. Dann schlagen Sie mir einen Treffpunkt vor. Wir haben keinen Treffpunkt, wenn hier so eine alte Ruine direkt an der Felsenküste. Das sieht richtig geil aus. Richtig guck mal, wo wir sind auf der Map. Ich befinde mich jetzt nahe der Salzmine. Dann sollen die kommen zu 215211. Klar, Moment. Wir befinden uns ja hier in einer hochtechnologisierten Welt, deswegen wird jetzt mein Kollege in der Technologie in ihrer Map, die sehen Sie ja selber, wird er jetzt ein X machen und dort treffen wir uns dann dementsprechend. Das ist die Diamantmine. Nee, darunter. Okay, darunter, jetzt gerade runter zu dem Haus. Das ist trotzdem die Diamantmine. Wie ging das X? Unten auf Gruppenkanal stellen, Map aufmachen und dann auf die Dings Doppelklick und okay. Gruppenkanal. Wir sind an der Diamantmine. Doppelklick. Genau an der Diamantmine. Okay. Ach so. Ja, das habe ich gerade dreimal gesagt. Ja, dann treffen wir uns halt gut, hier. Lassen Sie uns an der Diamantmine treffen. Aber das sieht richtig cool aus, hier an der Felsenküste. Okay, ich bin unterwegs. In ein paar Minuten da. Der Eiffel kommt woanders. Bis gleich. Bis gleich. Positionation. Kommst. Willst du per Fuß gehen? Dann stelle ich mir da weiter weg. Du kannst ja schon mal einen Spot anziehen, wo du dich hin tun willst. Gut, da oben kommt Clicky geflogen, genau, sehr nice. Ich glaube, was der meinte, es war irgendwo weiter rechts, keine Ahnung. Also ich war am äußersten Ende und hab nicht gefunden. Ne, dann war das vielleicht doch ein bisschen weiter zentral, keine Ahnung, ich war da bis jetzt zweimal und das halt in der Nacht, weißt du, und keine Ahnung. Aber ich weiß auf jeden Fall, was er meint, das ist ein richtig geiler Ort, das ist halt eine Sehenswürdigkeit hier. Ich stell mal den Ifrit ein Stück weiter Richtung hierher und stell den an den Mauern ab. Er schießt. Ich hab nicht geschossen. Irgendjemand schießt. Ja, das hab ich mir jetzt auch gerade gedacht. Ja. Das ist wahrscheinlich der nichts sagt. Was? Also, ja, du hast geschossen, oder? Ich hab nicht geschossen, ne. Weil ich hab auch Schüsse gehört, also von daher. Schüsse? Gleich. Mehrere. Ja. Ja, und das war ein versteckter Hinweis. Mir wird auf jemand geschossen von uns oder habt ihr die nur gehört jetzt? Gehört halt. Ach so. Ich hab gedacht, ihr wurdet beschossen. Ich hab doch nicht so eine Angst. Klicki, du hast nicht noch zufällig eine Weste im Rucksack? Das war mein Auto markiert. Ah, verdammt. Das ist mal die Tonne kotzen hier. Das ist schlecht irgendwie bei dem Wellengang. Bläh. So, nochmal schnell aufs Ding ziehen. Das Ding kotzen. Wie wär's, du solltest dich vielleicht positionieren. Gut, dann gehe ich da oben in das Haus. Randy muss ja erst noch mal kommen. Ja, ist ich ja da das. Randy ist noch gar nicht da. Randy ist da. Was? Wo? Da oben. Hier unten sind wir aber, Randy, nicht da oben. Klotzen ist Hexagon. Ja, das sehe ich ja. Aber ich sehe nicht, wie weit er weg ist. Ja, da kommt er gerade. Ne, das ist Nancy. Ach, da. Leader. Bitte nicht überfahren, danke. So, ich positioniere mich in diesem Haus, wenn das in Ordnung ist, und werde hier aus diesem Fenster schauen. Ja, wenn der Klick noch herunterkommt, den war noch die Scheiße. Ich bin hier Auto. Unten schon. Oh, Auto? Alter. Das war schon eng. Den Präsidenten fährt aber ganz schön beschissen, ganz ehrlich. Als Bestes, ihr bleibt erstmal vielleicht in den Strider drin. Ja, der Präsident ist schon lange da. Guten Morgen. Naja, ich würde trotzdem. Guten Morgen. Wo ist er denn? SUV? Günther. Schwein. Warte. Ich muss mal hier lauter machen. Ich könnte dich jetzt sofort über den Haufen ballern. Das sehe ich. Aber mit ich ihren zwei Fäusten oder was? Ja, ist ja schon gut. Mach mal Piano, mein Freundchen. Sonst hast du nämlich ein Loch im Kopf. Ich habe einen sehr interessanten Vorschlag für euch. Der wäre? Mein missratener Sohn ist mir nicht wichtig. Jetzt nicht mehr. Aber mein Polizeipräsident, der nicht in der Lage war, ihn zu retten und immer meine Befehle missachtet, auf ihn habe ich ein Auge geworfen. Das Blut meines Sohnes klebt an seinen Händen. Nicht an euren. Einverstanden. Ich biete euch ein hohes Lösegeld an, wenn ihr mir seinen Kopf bringt. Was verstehe ich denn unter ein hohes Lösegeld?
Ich biete euch 10 Millionen Dollar pro Kopf, wenn er mir seinen Kopf bringt. 10 Millionen für jeden. Und ich hätte gerne noch Jahresbeitrag für Zalando. Geht das? Hallo? Ach, natürlich, das können wir natürlich einrichten. Ey, das geht so nicht. Gut, das mit den Zalando vergessen Sie einfach wieder. Nein. Ich möchte Steuerbefreiheit für den Rest meines Lebens. Auf Altes. Ich möchte weniger. Wenn ich Präsident bleiben sollte, dann können wir darüber reden. Aber okay, nice. Jetzt um den Kopf vom Polizeipräsidenten. Aber Sie wissen hoffentlich, dass es nicht einfach sein wird, dem Polizeipräsidenten seinen Kopf zu bringen. Das ist ja Wahnsinn. Der wird ja mit Sicherheit, ja, Polizeipräsidenten den maximalen Schutz genießen. Natürlich ist es so, aber ich habe als Präsident natürlich sehr hohen Einfluss und habe natürlich einige Spitzel in der Einheiten vom Polizeipräsidenten. Dann tun Sie mir einen Gefallen. Ja, ich werde natürlich Informationen rausbekommen, wo er sich momentan auffindet. Interessant. Wo er sich im Moment befindet. Und dann kann ich Ihnen das mitteilen. Ja, alles klar. Dann wird es sehr leicht sein, ihn umzubringen. Genau. Sobald Sie Informationen haben, schreiben Sie mir diese, dann kommen Sie in die Konfi rein, geben Sie uns diese durch. Wir machen uns dann dementsprechend schon mal auf den Weg, nachdem der Herr hier unseren Transportwagen repariert hat. Okay. Ich werde jetzt meinen Kontaktmann kontaktieren und werde mich per SMS bei Ihnen melden und Ihnen den Standort des Präsidenten durchgeben. Oder des Polizei... Chefs. Bevor Sie gehen, essen Sie mal einen Hamburger. Okay. Da essen Sie mal was Ordentliches. Im Gegensatz zu Ihren Korallenfraß. Schönen Tag noch. Ahu. Ahu. So. 10 Mille für jeden, Alter. Habt ihr das gehört? Das läuft. Das Geld nicht drastisch aus. Ja, du rastet ja wegen jeden Scheiß aus. 2, 3, 4, 40 Millionen, Alter, will er uns geben. 40 Mille ist am ordentlich, da kann ich mir lange Schuhe kaufen. Ja, da kannst du sogar mal zwei Paar kaufen. 3, 2, 1 und der Tino fährt nicht mehr mit. Tschüss. Ja, du hast nicht gesagt, dass wir im Strider fahren. Nö, hab ich nicht gesagt. Nö. Ich hab jetzt auch kein Reparaturkit mehr, glaube ich, oder? Die sind jetzt gerade alle drauf gegangen. Achso, nö, das passt ja schon. Wir jetzt alle mit einem Auto oder was? Ja, nein, es geht jetzt einer zu Fuß, einer zu Dings und der andere, der sucht im Dreck nach dem Polizeipräsident. Da steht doch noch ein Heli, guck mal links. Ja, lass ihn stehen. Ist der zugeschlossen? Ja. Gut. Das ist hier jetzt alle im Strider drin, oder was? Das ist jetzt alle im Strider drin, weil einer, denke ich mal, bewegt die Kamera da oben, oder? Das bin ich bin der Kommandant. Sehr schön. Gut. Was kann man da machen mit der Kamera? Ist das Infrarot? Ja, also du kannst da halt durch Nachtsicht Infrarot Plexus. Ich bin mit einem Auto hinter euch her, was ist da los? Was? Bist du nicht drin? Nee. Wie ist im Ifrit? Wie kommt im Ifrit? Ah ja, stimmt, Entschuldigung, Tino. Du warst ja im Ifrit. Ach, nee. Ja, Entschuldigung. Alter Verwalter. So, stimmt, wo ist jetzt der Ifrit? Ach, da. Ich bin so getarnt, also... Ah, du fährst wieder, ja? Dann müsst ihr echt laufen heute, oder? Ich kann auch laufen. Dann nehme ich mir den Hummingbird da hinten. Wolltest laufen? Kriegst du nicht, den kannst du ja nicht aufknacken. Was heißt, hier kriege ich nicht? Du würdest mir doch die Schlüssel geben, oder? Hashtag Zickenkrieg, also ganz ehrlich, wenn ihr mal für irgendwas wert, was ist ich so, dass Martino und Nancy mal so einen Raum einsperren und mal gucken, ob sie am Ende als verliebtes Ehepaar rauskommt. Tut mir leid, Jean, aber ich glaube, das müssen wir mal machen. Was? Auf jeden Fall kommt nur einer von uns beiden wieder raus. Mit einem Lachen im Gesicht. Jawohl. Und Blutspritzern im Gesicht. Nee. Mit Absicht mache, was ich hier immer so an. Ja. Geht da so schnell in die Luft und so. Wer? Ja. Ey, das könnt ihr nicht. Das könnt ihr nicht machen. Also, mich mit Absicht ärgern ist echt unfair, weil ich spreng wirklich auf sowas immer extrem schnell an. Aber das ist auf jeden Fall eine Wärmesignatur, die Kamera, die wir innen drin haben. Ja. Wenn ich es nach hinten drehe, sehe ich den Wärme vom Ifrit. Weil das ganz. Ach halt, scheiße. Da stand noch ein Alter.
ist das so? Warte mal, hier geht's ja nach. Nee, halt, hier geht's nach Sophia. Ich glaube nicht. Genau, andersrum. Ich wollte gerade sagen, Sophia hat KHQ. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wenn wir hier eine Info kriegen, wo der Polizeipräsident ist. Also, er kann entweder ein Kavala sein, wäre ein bisschen schlecht, weil das ist ein weiter Weg. Oder. Na gut, müssen wir halt am Flugfeld nochmal vorbei, das wäre nicht das Thema. Na, ist richtig.